So, schon guten Morgen, herzlich willkommen zu SiebenSeeTV. Raphael, ja, ich bin da. Schönen guten Morgen an dich und an alle anderen, die heute im Feiertagshandel mit dabei sind in den USA. Wird heute nicht getradet. Zu meinem Leidwesen findet heute gar nichts statt um 15.30 Uhr. Da ich im US-Handel bin und Aktien direkt trade, ist für mich heute nichts zu tun im Eigenhandel. Die Futures allerdings 0 bis 19 Uhr heute handelbar. Und wir haben eine gewisse Dynamik. Ich zeigte es Ihnen bereits heute Morgen im Ausblick. Eine inverse Schulterkopf haben wir aktiviert im DAX-Tageschart und damit das Potenzial uns eröffnet, um gut 500 Punkte nach oben zu gehen, ausgehend vom jetzigen Niveau. Dabei stellt sich natürlich immer die Frage nach dem Timing, also wann, in welchem Zeitumfang und unter welchen Bedingungen. Wichtig wäre, dass wir im DAX bestimmte Supports nicht unterschreiten. Sollten jetzt Rückläufe oder sollte jetzt ein Rücklauf kommen? Welche das sind? Nun, vielleicht nutzt der DAX heute den Feiertag, um nochmal einen Rücklauf zu machen an die 11.050. Das ist das alte Jahrestief, das wir hier unterschritten haben. Und jetzt ein Rebreak, das heißt also die 11.050 anzunehmen, dass sie eine Unterstützung sind. Also das einmal im Blick behalten. 11.050, am besten stellen Sie sich einen Preisalarm ein bei 11.050. Na, ist alles Fullscreen, deswegen ist es ein bisschen verwirrend. Nochmal von vorne. Also mal klicken hier oben links drauf, auf das Menü, dann neuen Preisalarm erstellen. 11.070 will ich einen Preisalarm haben auf Smartphone und so weiter. Das kann ich im Übrigen hier bei dem Preisalarm hier unten links einstellen. Wenn ich da drauf klicke, kann ich das einstellen, wie ich benachrichtigt werden soll oder will. Innerhalb der Plattform, Ton innerhalb der Plattform, Push, E-Mail oder SMS. So, und das will ich auf keinen Fall verpassen, wenn er da runter geht, weil das nämlich ein möglicher Supportbereich ist und eine mögliche Wendezone dann in Richtung 11.392, 11.698. Ein Unvermögen, die 11.050 zu halten, wäre ein bärisches Signal. Für den Moment der DAX jetzt hier mit einem Signal für den Trendtag abwärts, Signalkerze gebrochen und gleich tieferes Tief. US-Indizes hier mit einem 1, 2, 3 Tief, mit einem Gap Down dazwischen. Nein, 1, 2, 3 Top meine ich. Das können wir jetzt wieder abmessen. Und mögliche Ziele daraus uns ableiten. Zur Orientierung hier im 5-Minuten-Chart bei einem 5-Minuten-Schlusskurs jetzt unter 2663 möglich, dass wir 2659 ansteuern. Ebenso auch der DAX mit einem 1, 2, 3 hoch, schon am Freitag.
bedeutet die 1,618, 11,176 konnte nicht gehalten werden, 11,145, 2,618 der Extension. Chart stelle ich Ihnen auch ins Chartforum, alle, die den Zugriff haben auf ein Demo- oder Live-Konto bei uns, können sich den Chart dort ziehen mit den eingezeichneten Fibos. Unter S&P unter 2,663. Fünf Minuten Schlusskurs, mal abwarten, ob wir da drunter gehen. Bei Rückläufen sollten Sie jetzt kommen im DAX, wäre dann das Tief der Signalkerze ein Widerstand, das sind die 177, 89. S&P vermeidet erstmal einen 5 Minuten Schlusskurs, drunter. Boris Hamburg fragt, Jochen, wie bekommt man die Einstellungen in den Chart so hin, dass der nicht rechtsbündig läuft, sondern noch Platz ist, wie bei dir im Screen? Da bitte dieses Ding da oben, das Symbol, da draufklicken und dann kann man das hier so rechts und links hinziehen und sich ein bisschen hier Freiraum auf der rechten Seite schaffen.
Wird wahrscheinlich relativ ruhig bleiben heute, meine Damen und Herren. Also, wenn Ihnen Themen einfallen, dann gerne auf Zuruf über den Chat. Scheint jetzt aber hier in 5 Minuten Schlusskurs. Ja, es gab ihn 2663. Das heißt, sollten wir da jetzt drunter bleiben, die Möglichkeit, dass der S&P auf 2659 sinkt. Der DAX jetzt die Chance, 11.145 anzusteuern. Das ist aus dem 1-2-3-Top vom Freitag die 2.618er-Extension. Projektionskursziel, das auch als mögliche erstens Zielmarke, zweitens dann auch mögliche Marke für Eindeckungen von Leerverkäufern, die in die Richtung handeln, dienen könnte. Ansonsten ein Schlusskurs unter 11.145 könnte uns bringen Richtung 11.094. Rückläuft jetzt und der Rücklauf, der jetzt läuft. Jetzt gucken, ob der DAX stark genug ist, hier die pinke Linie, die SMA 20, 20-Minuten-Linie zu brechen, da wir gerade ein tieferes Tief machten. Ist hier kein 1, 2, 3 aktiviert worden. Das wäre nur dann möglich gewesen, wenn wir hier ein höheres Hoch gemacht hätten, ohne zuvor ein tieferes Tief zu machen. Da wir das haben, müssen wir jetzt ausgehend von dem Impuls, der jetzt hier reinkommt, darauf achten, gibt es einen Rücklauf und dann ein höheres Hoch, dann wäre hier ein Boden entstanden. Das hier sind jetzt einfach Eindeckungen. Über die überraschende Stärke hier ist das einfach nur ein Rücklauf. Das ist noch kein Boden. Problem ist das tiefere Tief an der Stelle. Einfach nur ein bärischer Rücklauf. 170, 177 hier die Ziele, 170 schon erreicht. Und jetzt muss man gucken, kommt ein bestätigter Bruch der SMA 20, der pinken Linie. So, hier kann jetzt ein 1, 2, 3 entstehen. Wenn wir einen Schlusskurs über 73 bekommen.
Auch im S&P könnte eins entstehen, wenn wir einen Schlusskurs bekommen über dem Hoch hier. Aber eben auch nur dann. DAX aktiviert 1, 2, 3 Boden, S&P noch nicht. S&P jetzt auch mit einem Schlusskurs über 2664. Bedeutet, solange der Index jetzt über 66257 bleibt, der DAX über 1,56, besteht die Möglichkeit für eine Erholung. Rücksetzer an dem Punkt B von dem ABC oder 1, 2, 3 Trendwendemuster würde bedeuten, nochmal ein Rücklauf bis 1,63. Wäre nicht schlimm. Wie die 1, 2, 3 Trendwendemuster funktionieren, wie man sie erkennen kann, welche Bedingungen daran geknüpft sind, lernen Sie in der Playlist CMCIQ, CMCIQ bei uns auf der YouTube, auf dem YouTube-Kanal. Da gibt es auch ein Video dazu, wo Sie lernen können, Fibonacci-Preiserweiterungen zu verwenden. Und natürlich für alle, die Sie noch nicht kennen, die Privathändlerausbildung, ein 2,5 Stunden Videomaterial, an dem ich lange Zeit gearbeitet habe, wo ich komprimiert das reingepackt habe, was man benötigt, wenn man anfängt zu traden. Möglicherweise auch schon ein bisschen länger dabei ist. Von der Erstellung von der Charttechnik bis über Trading-Grundlagen, bis zur Erstellung von dem Trading-Plan. All das können Sie da drin lernen. Und auch natürlich geht es da drin um die Psychologie im Trading. All das finden Sie in der Playlist CMCIQ, CMCIQ bei uns auf dem YouTube-Kanal.
S&P 500 jetzt mehr oder weniger jetzt in so einer Range. Ja, wir haben zwar jetzt hier gerade ein Signal bekommen für einen Abtauchen nach unten. Das wird sofort wieder rebreak, das ist sofort wieder drüber. Haben jetzt hier ein 1, 2, 3 Muster ausgebildet. Bedeutet, mögliche Zielzone jetzt 2, 6, 6, 5. Marktdynamisch ist das alles noch nicht hier. Wir sind im Feiertagshandel. Da ist das auch nicht sehr verwunderlich. Dass der Markt sich nicht für die eine oder andere Richtung entscheiden kann. Sondern eher in einer Range bleibt. Okay, was ist eine KSK-Formation? SKS, Schulter, Kopf, Schulter kenne ich. Eine Schulterkopf bei der Netflix, NFLX ist das Tickersymbol von der Netflix. Am Freitag soll sich die gebildet haben. Also wir hatten am Freitag einen Absturz. Mehr nach links. Was meinst du? Also sowas hier. Ist das gemeint? Okay. Ja, kannst du machen, mir ein Bild checken, ja. Das Gap sehe ich auf der linken Seite, ja. Ab dem Gap nach rechts ist das eine SKS. Nee. Also wenn du das jetzt hier in dem Rechteck hier als SKS sehen willst, nein. Sehe ich nicht so. Aber schick mir mal ein Bild, was du hier siehst als eine.
Aber ist klar, insgesamt, und die Frage war jetzt auch auf dem Börsentag in Dresden, Twitter. Am besten über Twitter, jstanzel_cmc oder an kundenservice@cmcmarkets.com zu Händen von mir, dann leiten die Kollegen das weiter. Ja, die große Frage, da war die Diskussion, in der Diskussionsrunde war Heiko Thieme und er meinte, dass wir im DAX und im S&P jetzt hier unten einen Boden gesehen haben und dass wir eine ganz normale Bässe hatten und dass jetzt die Möglichkeit besteht für eine neue Hosse. Und er sagt, okay, bis zu dem Januarhoch hier oben, nehmen wir das alles mal wieder raus, bis zum Januarhoch, das sagte ich halt immer, wir müssen wieder über dieses Januarhoch, solange wir eben unter dem Januarhoch sind, ist das bedrohlich. Es sieht nach einem möglicherweise beginnenden mehrjährigen Bärenmarkt aus. Da wir ja 10 Jahre Bullenmarkt hatten und jetzt eine größere Korrektur kommt, da hat er dann entgegengehalten, was ja insofern auch richtig ist, dass wir in der gesamten Zeit der 10 Jahre ja immer wieder Bullenmärkte hatten, die unterbrochen wurden durch eine Bässe, ja, insbesondere im DAX. Und dass jetzt eben die nächste Hosse bevorsteht. Und er sagte, okay, von hier bis hier hoch sind es halt nur 7%. Und ich würde sagen, okay, wenn er hier wieder über das Januar hochgehen würde, der S&P 500 Index, dann gäbe es auch für mich, wäre es für mich wieder eine Fortsetzung vom Bullenmarkt. Jetzt gibt es einen Kollegen, ehemaligen Kollegen von GotmoreTrader, André Tietje, der zählt den Dow aktuell, so kann man auch auf GotmoreTrader.de nachlesen, dass wir durchaus im Dow neue Hochs machen können Richtung 30.000 Punkte. Beobachte ich seit einer Weile, hat den Count, den EW-Count nicht neu gemacht. Und jetzt das Argument, dass wir durchaus ja, das was ich von Heiko Thieme jetzt gerade gesagt habe, sind alles Argumente. Aber solange wir eben unter dem Januarhoch bleiben, im S&P ist das für mich bärisch, bedeutet auch dieser Rücklauf grundsätzlich einfach nur ein bärischer Rücklauf. Und das ist halt jetzt wichtig, weil ich muss ja irgendwie mir überlegen, wenn ich übergeordnet im Markt bin, wie ist dieser Anstieg, den wir jetzt in den letzten Wochen hatten, einzuordnen? Ist das ein bärischer Rücklauf? Ist das eine Bärenmarkt-Rallye? Also die reine Dynamik von dem Ding würde ich sagen, ja, ist Bärenmarkt-Rallye. Würde bedeuten, dass wir irgendwo ein Hoch sehen und dass wir anschließend neue Tiefs sehen können. Ja. Leider ist die Frage danach, ob es eine Bärenmarkt-Rallye ist oder nicht, erst beantwortet, wenn wir, oder erst widerlegt, wenn wir im S&P über das Januar hochgehen würden. Ja. So ist es halt. Das ist, sind charttechnische, charttechnische Analyse, hängt halt an bestimmten Stoppmarken. Also wenn ich trade, muss ich ja auch immer wissen, okay, ab welchem Punkt liege ich falsch? Ab wann liege ich falsch? Und das kann man nur den Markt entscheiden lassen, indem dann eben Stops erreicht werden oder Stops werden nicht erreicht. Und Thomas Lomax, was Thomas Lomax schreibt, Team ist immer super bullish, absolut korrekt, ja. That's true. Für mich sind diese nur 7%, was er sagte, sind halt mehr als nur 7%, sondern dazwischen liegen Welten, zwischen Bärenmarkt und Bullenmarkt. Und da kommen wir jetzt halt wieder zu Netflix und zu auch Nvidia, Nvidia heißen sie ja, den ganzen High-Beta-Tech-Titeln. Wenn man da jetzt das natürlich extrapoliert und sagt, okay, das läuft jetzt so weiter, dann sind die ja super spannend, ja. Weil wenn es gerade so weitergeht, dann habe ich halt in den nächsten paar Monaten gefühlt nochmal 50% Anstieg. Aber das hängt halt davon ab, ob der Markt hier in der Bärenmarkt-Rallye ist oder nicht. Nach meinem Dafürhalten ist es eine Bärenmarkt-Rallye, solange der S&P das Januar hoch nicht schafft.
So, der DAX und der S&P testen hier den Punkt B. Der S&P ist sogar schon einen Tacken weiter, ist sogar an dem Impulsausgang, Ausgangspunkt. Der DAX jetzt hier mit einem Test von dem Punkt B, da wo er zuvor ein Unvermögen zeigte, ein tieferes Tief auszubilden, gäbe noch die Möglichkeit, dass er den ganzen Weg nochmal nach oben schafft. Aber natürlich, wenn der S&P hier keine Lust hat und tiefer sinkt, dann würde das nicht mehr passen. Tom Kunte schreibt, alles sehr gefährlich, solange der Keil im Dow ist, sieht man das nicht nach Long aus. Wir sind ja jetzt schon in der Rallye und da muss erstmal eine Korrektur kommen, bevor wir weitermachen. Keil im Dow hatte ich mir, glaube ich, letzte Woche auch auf Toms Hinweis hin eingezeichnet. Also die ganze Bewegung im US-30. Ich glaube, im 4-Stunden-Chart sieht man es ganz gut. Ist halt so eine bärische Einkeilung. Ja, so in etwa. Nun gut, der S&P hält den Boden. Das 1, 2, 3 ist noch aktiv, solange er das Tief auch drin lässt.
Erich R. fragt, guten Morgen Jochen, wie kommst du im SPX auf 100% vom Fibonacci? Am besten im Chartforum einfach den Chart abrufen, dann kann man das nachvollziehen. Jetzt ist der Boden durch. Tja. Satz mit X, das war wohl nix. Damit im S&P 2659 wieder aktiv, 11.145 im DAX. Uli R., frage mich, wie seriös kann eine solche Prognose sein? Weiß einer, welche Eskalationsstufe wir noch bestehenden Konflikten erreichen? Mich stört, dass diese Prognose zu oft nicht eintreffen. Nun, ich kann nicht erst handeln, wenn alle Konflikte der Welt gelöst sind. Das sollte feststehen. Sondern wenn ich da bin und handeln möchte, und die Kurse da sind und das Setup da ist, dann muss ich das handeln. Und wenn das Signal da ist, nachdem man handelt, dass man backgetestet hat, dass man weiß, das hat die und die Eintrittswahrscheinlichkeit, dann muss ich das handeln. Wenn ich bei einer Aktie long gehe und die steigt um einen Dollar von 10 Uhr bis 10.40 Uhr, dann hat sich in den 40 Minuten in dem Unternehmen selbst oder in einem Handelskonflikt oder in irgendeiner Krise oder sonst was rein gar nichts verändert. Was soll in 40 Minuten passieren? Nichts. Aber die ist halt um einen Dollar gestiegen. Und das ist mein Verdienst. Und dann spielt es eine Rolle, spielt es keine Rolle, was in irgendwelchen Konflikten passiert. Weil, sind wir ehrlich, wenn ich long gehe und der DAX steigt um 1000 Punkte, dann steigt er um 1000 Punkte und die Medien liefern dann die Erklärungen nach, warum er um 1000 Punkte gestiegen ist. Wäre in der gleichen Zeit seitwärts gelaufen, hätten die Medien Erklärungen dafür geliefert, warum er seitwärts gelaufen ist. Wenn ich jetzt dann den Fehler mache und diese Erklärungen nehme als Ursache für die Kurse, dann bin ich verwirrt. Und das verstehe ich dann auch wiederum, warum er dann verwirrt ist, weil das oft überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Es gibt nicht eine Ursache dafür, dass der DAX jetzt gerade fällt. Weil, wie viele Leute schauen jetzt gerade bei CMC TV zu? Moment. So, 249 Leute. Und jeder von Ihnen, 249 Zuschauern, und ich, das sind schon mal 250 Leute. 250 Leute, ich lege meine Hand ins Feuer, dass keiner von den allen 250 gleich handelt. Also jeder handelt anders, jeder hat eine andere Idee, jeder hat einen anderen Ansatz, jeder sieht die Dinge anders, jeder tradet unterschiedlich. Und dann ist es doch völliger Irrsinn zu sagen, heute ist der DAX gefallen, weil es gibt diesen einen Grund. Nein. Und der eine, der handelt die Fibos, der andere, der hat EMAs, der andere hat einen Ansatz, wo vielleicht er mit Fair Value arbeitet, die anderen gucken jetzt Market Profile, wiederum andere sind im 4-Stunden-Chart, die anderen, die gucken 30-Sekunden-Tick-Chart an. Da kann ich nicht sagen, das ist heute der Grund.
FutureTech schreibt, die Börse ist ein Aggregat von Teilnehmern, jeder mit unterschiedlichen Meinungen und Ansätzen. Und vor allem mit unterschiedlichen Emotionen. Warum ist der DAX vor ein paar Wochen bei 10.300 gewesen, ein paar Tage vor Weihnachten? Und warum ist er jetzt wieder bei 11.160? Nicht, weil sich irgendwelche Krisen jetzt massiv gelöst hätten. Sondern eigentlich ist nichts Neues passiert in der ganzen Zeit. Es ist wirklich effektiv nicht wirklich was Neues da, seit Weihnachten bis jetzt. Das ist so gut ein Monat. Aber damals war halt die Angst, dass es deutlich schlimmer wird. Viel präsenter. Und man hat gesehen, ja, es ist nicht deutlich schlimmer geworden, also geht die Angst wieder aus dem Markt raus und die Kurse sind wieder 1000 Punkte höher gefühlt. Ja. Also spielt man eigentlich mit den Ängsten von anderen Leuten, wenn man es so will. Und mit den Hoffnungen und der Euphorie und der Gier und der Angst. Und das ist das, was die Kurse bewegt. Nicht das Abwarten darauf, dass irgendwelche Krisen gelöst sind und dann hat man endlich den risikofreien Einstieg. Man wird den niemals bekommen, weil es wird immer Probleme geben. Es wird immer Krisen geben. Es wird immer irgendwas geben, was nicht passt. Aber das ist halt so. Ja. Und wird auch immer so bleiben. Geldquadrat schreibt, der Hund schaut auch mit, wir sind also 251. Jetzt sind wir 255 jetzt mittlerweile, glaube ich. Sascha R. schreibt, Jochen, habe gelesen, dass einige Marktteilnehmer die Rede von Paul so interpretieren, dass er sogar Zinssenkungen machen könnte. Das ist doch etwas übertrieben, oder? Also zunächst haben wir jetzt im S&P, ich gehe gleich auf die Frage ein, im S&P jetzt wieder Eindeckungen. Das ist jetzt kein Boden. Wenn wir also eine schwarze Kerze nicht bestätigt wird, dann läuft das Ding wieder nach oben. DAX-Widerstand 11.173. Nach wie vor die 11.173, wo kommen die her? Nun, das ist das Tief von der Signalkerze. Also der Markt hat jetzt gerade eben auch ein Fehlsignal, indem er den Boden hier zerstört hat, geliefert. Bedeutet, das kann schon mal ein triftiger Hinweis darauf sein, dass wir so einen Seitwärtstag ohne irgendwelche Trendverhalten bekommen oder haben. Also hier vorsichtig sein, was die Erwartung von irgendwelchen Trends angeht, bin ich schon mal skeptisch. Weil wenn beiden Indizes jetzt eigentlich Böden hatten, die zerstört wurden. Das heißt, wir haben ja Marktteilnehmer im Markt, die vielleicht gesagt haben, ja komm, geben wir dem Ding mal eine Chance, ich handle es mal, die haben sich alle jetzt die Finger verbrannt. Alle ausgestoppt worden, das sieht man auch schön an der langen schwarzen Kerze. Und wenn wir klare Signale haben, die dann Böden, die zerstört werden direkt, Leute ausgestoppt werden, so will ich es vermuten, dann halten die sich erstmal bedeckt. Das heißt, wir haben so ein Seitwärtsgeplänkel. So ist es anzunehmen. Also Signal für einen Seitwärtsmarkt. Heute kein US-Handel. Wie Mario Michler schreibt, bis 19 Uhr die US-Futures handelbar. Und dann geht es erst wieder los. Kann man hier auch immer gucken in der Produktübersicht. Dann geht es erst wieder los um 0 Uhr. So, jetzt die Frage mit den Zinssenkungen ist eine wichtige Frage. Also wahrscheinlich, wenn sich etwas verändert hat, dann ist es das, dass die Erwartungshaltung hinsichtlich künftiger Zinsanhebung der US-Notenbank sich verändert hat, eben durch die Rede von Jerome Powell, dem Fed-Chef, und auch von vielen seiner Kollegen, die einer davon sagte sogar, ja, direkte Zinssenkungen wären auch möglich, wenn die Datenlage stimmt. Das ist aber nicht das Hauptszenario derzeit. Ist es ja auch nicht. Ich meine, die US-Wirtschaft brummt. Wir haben in dem B-Spuck, das sind die einzelnen FED-Bezirke,
die liefern Wirtschaftsberichte ab und in dem letzten Beigebook hat jeder einzelne Bezirk geschrieben, ja, also unsere Kontakte berichten alle über eine Abkühlung des Wachstums. Also ist das jetzt auch ein Thema, das wir für 2019 bekommen könnten, dass wir schwächere Wirtschaftsdaten aus den USA bekommen. Etwas, was wir aus der Weltwirtschaft ja schon seit geraumer Zeit kennen. Nur aus den USA nicht, dort war das Wachstum bisher sehr stark. Durch die Steuerreform wurde die Abschwächung, die es sonst überall auf der Welt gibt, vermieden. Durch Schulden erkauft. Und die relativ forcierte Anhebungsstrategie bei den Zinsen der US-Notenbank. Also warum haben die Zinsen so angehoben? Nun, die haben Angst gehabt, dass sich die US-Wirtschaft überhitzen könnte. Dass sie also durch zu starkes Wachstum, vor allem statistisch betrachtet, Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt in den USA, wissen Shadow Stats und die realen Daten, kann man nicht von Vollbeschäftigung sprechen mit den ganzen Essensmarken und was da alles mit Langzeitarbeitslosen, die aus der Statistik verschwinden und so weiter. Aber so wie die US-Notenbank rechnet, haben die ihren Begrifflichkeiten nach Vollbeschäftigung. Das heißt also durchaus die Gefahr, dass über Lohnkosten Inflation entsteht. Und wenn Inflation entsteht, nun, dann hat die US-Notenbank eben nicht mehr den Luxus, sagen zu können, ja, wir hören jetzt mal mit Zinsanhebungen auf, weil der Markt das nicht mehr so gut verträgt. Und genau das haben sie getan, haben also dem Markt signalisiert, nein, es wird nicht nochmal 3 bis 4 weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr geben, sondern vielleicht nur noch eine, vielleicht auch gar keine mehr. Und jetzt sind ja die Vertreter von den Notenbanken sind ja geschult darin, zu erkennen, dass das, was sie sagen, natürlich eine sehr, sehr folgenreich sein kann, weil so ein Notenbanker, und das macht ja Mario Draghi auch sehr gerne, mit dem, was er sagt, die Erwartungshaltung von Marktteilnehmern beeinflussen kann. Also sagen die auch sehr gerne das, was sie gerne hätten und geben das als das aus, was sie absolut sicher erwarten. Einfach dahingehend, dass die Märkte dann sagen, aha, das wird wahrscheinlich so und so kommen. Mario Draghi hat das gesagt, dass die Inflation steigen wird. Also wird sich der Markt eher in Richtung steigende Inflation ausrichten und damit die Inflation an sich steigen lassen. Also, die sagen Dinge, die sie gerne hätten, weil sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es dann eintritt, eben steigt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren. Aber warum sagte Mario Draghi im Sommer 2018, letztes Jahr, ich erwarte bis zum Jahresende eine sprunghaft ansteigende Inflation. Warum? Es gab nicht wirklich eine Begründung dafür. Aber er hätte sie halt gerne gehabt, weil das Mandat der EZB, und seine Amtszeit läuft im Sommer ab, lautet auf 2% Kerninflation in der Eurozone. Wir sind bei 0,9% Kerninflation in der Eurozone, also Ziel nicht erreicht. Und natürlich hätte er gerne eine sprunghaft ansteigende Inflation. Und sagt das, um die Marktteilnehmer dahingehend zu impfen. Also kommt eine Zinssenkung? Nein. Aber die sagen das, einfach um dem Markt wieder eine gewisse Stabilität zu geben. Und das hat ja auch funktioniert. Der S&P ist ja deutlich gestiegen. Also um den Boden einzuziehen. Übersetzt heißt es, wenn der Notenbanker jetzt im aktuellen Umfeld von Zinssenkungen spricht, heißt es übersetzt, okay, wir haben diese Überhitzungsgefahren, die sind raus aus dem Markt, wir haben eigentlich das erreicht, was wir wollten, Märkte sind wieder normal drauf und wir sind jetzt aktuell zufrieden mit der Situation, wie sie ist und beobachten weiter.
So, ich klinke mich an der Stelle wieder aus. Sollten noch Fragen sein, dann gerne über den Support-Chat auf CMC Markets kommen. Die Kollegen in Wien und Frankfurt und Wien sind gerne für Sie da. Sollten Sie Fragen haben zu CFDs und zu CMC Markets. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin bei Ihren Trades. Ich bin bis heute Nachmittag auch noch im Chat. Sollten da Fragen sein an mich, dann gerne zögern Sie nicht, im Chat sich auch anzumelden, wenn Sie wollen. Wir sehen uns dann spätestens morgen wieder an dieser Stelle. Machen Sie es gut. Ciao. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.